Der Mensch ist der wichtigste Faktor, wenn es um die Erzielung guter Ernteergebnisse geht. Diese Aussage sei mit einem Beispiel aus dem Alltag illustriert. Stellen wir uns einen Schüler vor, den er im Unterricht nicht besucht und seine Hausaufgaben nicht macht. Es ist gut möglich, dass er an dem Tag, an dem er zum Schulstoff geprüft wird, die Prüfung nicht besteht. Überträgt man dieses Beispiel auf den Anbau, kann man sagen, dass auch in automatisierten Kulturen jeden Tag Arbeit anfällt. Die Pflanzen müssen beobachtet und die Pflanzparameter, das heißt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit müssen gemessen werden. Außerdem sind eine regelmäßige Reinigung und strikte Ordnung erforderlich. Der Erfolg oder Misserfolg der Kultur steht in direktem Zusammenhang damit, wie gut es uns gelingt, diese Faktoren zu optimieren. Aufmerksamkeit und Pflege sind ebenso wichtig wie das Genmaterial, das wir kultivieren. Es ist jeder Züchter selbst, der den Genen dazu verhilft, ihr volles Potenzial zu realisieren oder auch nicht. Ohne die Anbaupflege gäbe es keine Pflanzen. Die wichtigste Arbeit des Züchters ist die Beobachtung. Im Laufe der Zeit entwickelt der Cannabiszüchter ein fernes Gespür für seine Pflanzen, das mit jedem Erfolg oder mit jedem Misserfolg besser wird. Der Gesundheitszustand der Pflanzen ist mit einfachem Auge erkennbar. Der allgemeine Zustand muss nun interpretiert werden, wobei die möglichen Überschüsse oder Mängelzustände, unter denen sie leiden, identifiziert werden. Der Pflanzer muss auf vielerlei Probleme achten. Sie können mechanischer Natur sein, wie Probleme mit Lampen, Bewässerungssystemen, Pumpen, Messgeräten, Extraktoren und Zeitschaltuhren. Sie können physikalischer Natur sein, wie Schwankungen bei Temperatur und Feuchtigkeit. Es kann sich aber auch um chemische Veränderungen handeln, wie Schwankungen beim pH-Wert oder der elektrischen Leitfähigkeit. Es kann zu Ungleichgewichten bei der Nährstoffzufuhr kommen, die zu Überschüssen oder Mangel führen. Und nicht zu vergessen die Probleme im Zusammenhang mit Schädlingsbefall und Krankheiten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man den Anbau nach und nach erlernt und nur durch Erfahrung zu wahrer Erkenntnis gelangt. Vom Hanfbauer selbst und dem Wissen, das er sich aneignet, hängt weitgehend der Erfolg oder das Scheitern der Kultur ab.
Ursprünglich gab es nur eine Cannabisart. Im Laufe der Jahrtausende kam es jedoch zu einer bedeutenden Evolution. Das Ergebnis war eine Aufspaltung in drei Arten: Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis. Die Cannabis indica entwickelte sich infolge der Anpassung der Pflanze an das Bergklima Zentralasiens. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die schnelle Blüte, da in diesem Klima der Winter früh kommt. Die Pflanzen sind klein und robust, die Blätter breit und entwickelt sich ein großer Blütenstand an der Spitze. Geraucht hauben die Blüten eine entspannende, ja sogar narkotisierende Wirkung. Cannabis sativa dagegen ist das Ergebnis der Anpassung der EU-Pflanze an tropische Breitengrade. Die Blüte geht aufgrund des langen tropischen Sommers langsam vonstatten. Es handelt sich um große, stark verästelte Pflanzen mit langen und schmalen Blättern. Anders als bei Cannabis indica ist die Wirkung von Cannabis sativa stimulierend und kann sogar psychedelisch sein. Heute ist es sehr schwer, auf dem Markt reine Cannabis indica oder Cannabis sativa Spezies zu finden. Es sind hauptsächlich Hybriden im Umlauf, bei denen versucht wurde, die euphorisierende Wirkung des Cannabis sativa und die rasche Blütung des Cannabis indica zu verbinden. Der Genotyp ist die Gesamtheit der Erbfaktoren einer Pflanze. Die Gene bestimmen die Eigenschaften, die vererbt werden. Von ihnen hängen Qualität, Ertrag, Resistenz gegen Schädlinge, Duft, Geschmack und Farbe der Pflanzen ab. Bei den Menschen wird die Farbe der Augen von einem Gen bestimmt. Bei den Tieren ist es ein anderes Gen, das über ihre Fellfarbe entscheidet. Wir alle kennen aus den Medien seltsame Fälle von genetischen Abweichungen, wie zum Beispiel den Albino-Gorilla Schneeflöckchen. Betrachten Sie dieses seltsame Exemplar. Es ist eine Albino-Cannabis-Pflanze. Dieses genetische Phänomen ist leicht an der Farbe der Blätter erkennbar. Sie sind weiß und grün. Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, so ist dies doch ein gesundes Exemplar, das wie die anderen Pflanzen wächst. Ein guter Genotyp ist nicht leicht zu finden. Um überhaupt einen herzustellen, waren viele Kreuzungen zwischen Pflanzen erforderlich. Und dann musste die Art auch noch stabilisiert werden. Die Stabilisierung der Erbfaktoren stellt sicher, dass jeder Samen, den man kauft, einem bestimmten Genotyp entspricht. Samenbanken kreuzen in langjährigen Versuchsreihen die besten Pflanzen der Welt untereinander, bis sie einen guten Genotyp erhalten. Auf diese Weise schaffen sie es, in wenigen Jahren Kreuzungen vorzunehmen, für die die Natur hunderte von Jahren brauchen würde. Das nennt man selektive Reproduktion. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Banken die Gene nicht manipulieren. Das heißt, die Samen, die auf dem Markt erhältlich sind, sind nicht transgenetisch. Die Auswahl des Genotyps erfolgt mittels geschlechtlicher Vermehrung der besten Pflanzen. Sobald der Genotyp stabilisiert ist, erhält er einen Namen und kommt auf den Markt. Wer zum Beispiel den Samen Jackira von Sensi Seed kauft, kauft Genmaterial zu 50% aus Haze, zu 37,5% aus Northern Lights und zu den übrigen 12,5% aus Red Skunk Strain besteht. Es handelt sich hier um eine sehr komplexe Polyhybride, die als eine der potentesten Pflanzen überhaupt gilt. Ihr Geschmack hat die Eigenschaften der Sorte Haze. Ihr Ertrag ist durch das Genmaterial von Northern Lights bestimmt. Die leichte orange Farbe, die an dem